Zurückzuschauen auf diesen Klimafrühling 2019. Ich darf Sie heute nämlich durch diese Veranstaltung führen. Mein Name ist Stefan Drechselmeier, ich bin Leiter der Geschäftsstelle der Energiewende Oberland und darf stellvertretend für dieses tolle Orga-Team, das wir zusammen haben mit den Klimaschutzmanagern der Landkreise und der Stadt Penzberg, darf ich Ihnen heute das Programm so ein bisschen vorstellen. Wir möchten heute auch wieder natürlich herzlich alle auf Facebook grüßen, die uns wieder zuschauen und auch für alle, die hier sind, gerne dann später, weil hier ist Funkloch, auch wieder teilen. Es wird diese Veranstaltung auch weiterhin natürlich zu sehen sein auf Facebook. Heute haben wir uns etwas vorgenommen und zwar schauen wir uns an, was sind denn so ein paar Zahlen zum Klimafrühling 2019, die wir schon präsentieren können, wie viele Teilnehmer etc. Aber natürlich Sie als, oder wir als Veranstalterinnen und Veranstalter steht im Fokus dieser Veranstaltung. Wir haben auch kleine Präsente für jeden. Wir haben dazu uns was Spezielles einfallen lassen. Was ganz Exquisites gibt es nirgends. Also das, glaube ich, habt ihr euch auch alle verdient. Aber vorweg darf ich Klaus Koch als stellvertretenden Landrat des Landkreises Bad Hölz-Wolfratshausen kurz bitten, uns ja, mit einfach einen guten Einstieg in diese Veranstaltung heute mal zu beleiten. Klaus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen. Ja, lieber Stefan Drechselmeier, liebe Veranstalterinnen, Veranstalter des Klimafrühlings, liebe Frau Bürgermeisterin, Sie werden ja nachher alle noch einzeln begrüßt. Insofern darf ich mir das ersparen, lieber Stiftungsratsvorsitzender. Ich erinnere mich sehr genau, wie wir in dem Fachbeirat Energie zusammen saßen und überlegt haben, was können wir tun, um dieser ganzen Idee Klimawende, Stopp des Klimawandels irgendwie Schub zu geben. Und dann kamen wir vor weit über einem Jahr auf die Idee, den Klimafrühling 2018 zu veranstalten. Der war ja ein super Erfolg. Und dann saßen wir im nächsten Fachbeirat zusammen und haben überlegt, ja, machen wir da nochmal weiter oder nicht. Der Stefan Drechselmeier und Andi Süß haben das gefragt und waren alle der Meinung, ja, Logo, das, jetzt haben wir diese Marke entwickelt, dann machen wir weiter. Und also ich als Beobachter, sozusagen braver Zeitungsleser und auch immer wieder an einer Veranstaltung vorbeikommen, das ist ja mit so einem öffentlichen Amt verbunden, bin der Meinung, dass diese Marke Klimafrühling Oberland sich richtig etabliert hat. Also dass da in ganz vielen Köpfen diese Marke entstanden ist und dass Sie, liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, jetzt mit ganz, ganz vielen kleinen Mosaiksteinen da ein großes Bild in unserem Landkreis oder in den Landkreisen, es sind ja mehrere, gemalt haben. An der Stelle zunächst Ihnen allen vielen Dank für das Engagement. Jede noch so kleine Veranstaltung, aber auch natürlich jede große und glamouröse Veranstaltung, hat diesen Prospekt mit diesen vielen, vielen Terminen gefüllt und hat wirklich ein Füllhorn von Möglichkeiten aufgezeigt für unsere Bürgerinnen und Bürger, was man tun kann. Und da bin ich gleich bei dem Punkt, dieser Klimafrühling hat in meinen Augen eins gezeigt, bei dem Klimawandel haben wir sozusagen, hat jeder selber die Hosen an, den kann man direkt machen.
Es gibt so viele Themen, wo ich sagen kann, naja gut, sind schwer zu beeinflussen. Natürlich bedarf es großer globaler politischer Entscheidungen, Veränderungen, völlig klar. Aber es gibt die Möglichkeit, sofort etwas zu tun, sofort etwas zu tun. Und das ist eigentlich der, also für mich sozusagen, der Zauber an diesem Klimafrühling Oberland, dass ich sage, ich kann mir Ideen suchen und ich kann sagen, ja, morgen verändere ich, oder noch auf der Heimfahrt oder am besten auf dem Heimweg zu Fuß oder mit dem Elektroauto, Radl, verändere ich irgendwas. Also, das ist mal das eine. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für diesen Schub, den Sie uns allen geben. Sag mal, ich kann morgen was tun, ich brauche nicht warten. Das andere ist natürlich, und da bin ich schnell bei der großen Politik, ist natürlich auch die Aufforderung, sich weiter gesellschaftlich einzubringen. Wir sehen es ja jetzt an dem Volksbegehren, zu dem ich jetzt gar nichts inhaltlich sagen will, aber Tatsache ist, dass diese 18,4 Millionen Unterschriften zu einem Gesetz führen, das Bayern wahrscheinlich im Bereich Artenschutz weit voranbringen wird im Vergleich zu auch anderen Bundesländern oder anderen Regionen in Europa. Also, sich einbringen, engagieren, bringt was, und das ist natürlich eine besondere Situation, vor Ihnen hier stehen zu dürfen, Ihnen Danke sagen zu können. Und das sei hiermit geschehen, und dann, lieber Stefan Rechsmeier, Moderator des Abends, zurück zu dir. Dankeschön, Klaus. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, also, was nicht, wie es hingegangen ist, aber ich glaube, ich kann das absolut bestätigen. Dieser Schwung ist absolut da. Dieser Schwung ist, glaube ich, so auch durch die Landkreise gegangen. Durch diesen Klimafrühling, wir haben oft Minister Neid angesprochen, die eigentlich wenig, sage ich mal, mit dem Thema, glaube ich, zum Teil zu tun haben, gesagt haben, hey, ich habe da gelesen, ihr macht so irgendwas, das ist ja total verrückt, das ist ja total viel. Aus dem Allgäu haben sie sogar angerufen, so, ich habe euer Programm gesehen, das ist ja wahnsinnig, es ist ja unglaublich, was da zusammengeht. Und von dem her möchten wir heute auch so ein bisschen die Bandbreite natürlich darstellen. Und auch, zum ersten Mal hat ja die Stadt Penzberg mit teilgenommen, und dazu würde ich jetzt gerne Frau Bürgermeisterin Zehetner aus Penzberg mit zu mir auf die Bühne bitten. Frau Zehetner, schön, dass Sie da sind. Danke, ich freue mich über die Einladung, die mir fast schon eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, hierher zu kommen und die Stadt zu vertreten. Wir haben ja zum ersten Mal mitgemacht, und ich kann nur aus der Stadt mitbringen, wir sind überwältigt. Echt? Ja, vom Echo, von der Resonanz. Wir haben plakatiert wie viele Kommunen, wir haben Banner aufgestellt, wir haben Werbung gemacht, auch über unsere Stadtgrenze hinaus. Und ich kann nur sagen, ich bin beeindruckt, denn es ist nicht nur hip, ökologisch zu denken und in den Frühling hineinzusteigen, sondern wir haben wirklich beobachten können, dass das Interesse an den Veranstaltungen, die wir in der Stadt angeboten haben, sehr, sehr hoch ist. Und wir sind heute zu dritt hierher gekommen, die Leiterin der VHS, die sehr viele Veranstaltungen auf sich genommen hat, und unser Klimaschutzbeauftragter, Herr Andreas Hofer. Wir haben es wirklich mitbekommen. In Penzberg war wirklich viel los, und ich glaube, die Veranstaltungen waren sehr, sehr gut besucht. Es war total witzig, weil teilweise haben uns dann Leute angeschrieben, ach ja, ihr streamt ja ab und zu, gibt es den und den Vortrag aus Penzberg auch noch vielleicht zum Nachschauen? Ich habe es leider nicht geschafft, aus Garmisch hinzufahren, aber hätte mich trotzdem interessiert. Also sprich, da wächst so richtig alles zusammen gerade, das merkt man auch in dem Moment. Also das heißt, Sie ziehen ein positives Fazit auf jeden Fall. Ich würde in jedem Fall sagen, ich ziehe ein sehr positives Fazit. Wir sind heute aufgebrochen, war fast schon ein bisschen unhöflich. Wir hatten heute eine Veranstaltung der AOK, ausgerechnet im Rathaus, zum Thema Nachhaltigkeit, Plastikvermeidung, wie verpacke ich richtig und wie verpacke ich gut. Und dann haben wir uns aus dem Staub gemacht, aber die Veranstalter wussten, dass heute Abend der Termin stattfindet, insofern haben sie uns freigegeben. Aber wir haben jetzt allein am Wochenende, und das muss ich wirklich vorlesen, also die Lebensmittelverpackung habe ich, aber weitere 5 Veranstaltungen haben wir jetzt in den letzten 4 Tagen. Und wenn man so das Spektrum sieht zwischen Haushaltsmittel ökologisch selber machen von der VHS, den Klimafrühlingstag im Kino P, eine Eintrittskarte bezahlen und den ganzen Tag ins Kino gehen, ist also mit Sicherheit ein Highlight und eine Fülle von Veranstaltungen. Warum lachen Sie? Mit den viereckigen Augen. unser Kino ist durchaus einen Besuch wert. Also ich empfehle Ihnen, zu kommen. Und ein Highlight, also bei der Fülle an Veranstaltungen, die wir gehabt haben, auch Roche hat sich ja beteiligt in hohem Maße und ist ja einer unserer wirklich Vorzeigebetriebe in der Stadt, kann man nur sagen, es haben viele schon gesagt, super Veranstaltung,
Und gibt es das im nächsten Jahr auch? Und wenn ja, dann machen wir wieder mit. Das ist doch ein schönes Zeichen, absolut. Wunderbar, dann sage ich schon mal vielen Dank für diesen Input, für diesen Blick aus Penzberg. Ich bedanke mich. Und also es hat wirklich auch Spaß gemacht, auch dieser Wechsel, glaube ich, das hat auch gut funktioniert bei meinem Gruß an Patrick Jährlichen, der bei der Vorbereitung mit dabei war, und ein Riesendank an Andreas Hoferer, der einfach mit reingesprungen ist in dieses Team und einfach mitgeholfen hat, und das war nahtlos, von dem her auch von unserer Orga-Seite. Super, und außerdem sitzt die Evo in Penzberg, und insofern arbeiten wir bestens zusammen. Super. Danke. Danke, Frau Zierter. Dann war zum ersten Mal wirklich als stehender Partner auch die Energiewende Oberland vertreten. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ich mich selber nicht interviewen konnte. Aber wir haben dazu Josef Kellner als Vorstandsvorsitzenden eingeladen. Josef, magst du kurz hochkommen, ja, und wir unterhalten uns ganz kurz drüber? Ich bin nur bei den Haaren verpasst. Du warst eingespannt, ja. Schön, dass du da bist. Josef, wir wissen ja, dass du sehr viele Veranstaltungen besuchst. Auch 2019 warst du wieder auf zahlreichen Veranstaltungen. Was war denn so dein Eindruck von den Veranstaltungen, die du dabei warst? Also ich habe bisher, glaube ich, 12 oder 13 besucht. Ich gehe nochmal auf 3 Veranstaltungen. Das ist natürlich auch für einen Vorsitzenden, der was anderes auch zu tun hat, schon eine tolle Sache. Und ich muss sagen, erst einmal Gratulation den ganzen Machern des Klimafrühlings. Ganz toll. Also, ich darf eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob jemand da ist, von Nantes Buch. Jemand da? Da war ich dort, da waren also 1500 Leute, die haben also irgendwie so einen Bienentag gemacht, Tag der offenen Tür, waren dann, haben sich am Klimafrühling angedockt, und ich muss sagen, eine hervorragende Veranstaltung. Also was da alles auf die Beine gestellt worden ist, und was natürlich sehr schön war, es war ein Shuttlebus von Wolfratshausen nach Nantes Buch. Das ist ja in der Nähe von Ihnen, Frau Bürgermeisterin, das ist ja nicht weit weg. Das ist also ein Vorzeigegebäude, was Sie da aufgebaut haben. Wirklich ganz toll. Und dann haben wir auch mal praktisch gearbeitet. Wir haben Bäume gepflanzt. In Aschalding im Steilhang, muss ich sagen. Es war so nicht ganz ungefährlich. Leider waren nicht so viele Leute dabei. Und wir haben also über 100 Flatterulmen und Tannen gepflanzt. Und ich muss sagen, also wenn die aufgehen, dann in 50 Jahren bin ich zwar nicht mehr da, aber immerhin die Bäume werden dann auch auf den Klimafrühling zurückweisen. Gut, aber nochmal ganz herzlichen Dank an die Macher, an die Leute, die hier auch die ganzen Veranstaltungen organisiert haben. Hinten sitzen also 2 Kollegen aus meiner näheren Heimat, Horst Bienert und der Herr Karl-Heinz Seim. Auch ganz toll, was ihr macht. Wirklich kleine Schritte, und wenn die Bürger und Bürgerinnen sich daran orientieren und jeder mithilft, das Klima zu schützen, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Also du meinst, wir haben auch diesen Schwung dann wirklich, ja, in den Veranstaltungen dann haben wir den gespürt? Auf jeden Fall. Ja. Ich finde schon. Also es gibt natürlich Veranstaltungen, die nicht so gut besucht waren, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich bin halt immer der Meinung, der Pfarrer sollte nicht die schimpfen, die in der Kirche sind, weil das sind ja sowieso die Guten, die da sind, aber der ganze Schwung des Klimafrühlings, wenn wir vielleicht nächstes Jahr weitermachen, da gibt es bestimmt jetzt noch eine Diskussion, wie es weitergeht, dann geht es auch jetzt. Und ich muss sagen, vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, wir sind ja ein Ableger letzten Endes vom, in Anführungszeichen, Klimaherbst von München, das haben wir ja irgendwie, ja, übernommen, aber ich muss sagen, der Klimaherbst in München, ich habe den letztes Jahr auch besucht. Die Auftaktveranstaltung mit 400 Leuten war natürlich fulminant, wenn ich losstand, das ist ganz klar. Aber von der Frequenz, wo die Leute dann auch die Veranstaltung besucht haben, waren auch Veranstaltungen dabei, wo ganz wenig da waren. Für eine Großstadt ist das vielleicht, oder für uns ist es natürlich sehr, sehr positiv da. Werden wir mal Zahlen heute in der Feuerwehr, schätzen, dass bei den Veranstaltungen teilgenommen. Ja. Josef, vielen Dank. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an alle. Ja. Schauen wir, dass wir es mit dem Kabelsalat heute gut hinkriegen. Schauen wir uns ganz kurz an. Wir sind ja schon eigentlich mittendrin. Ja? Also jeder quasi, der darauf kommt, der hat also so, ja, wie war's denn? Ja, und was ist denn rausgekommen am Schluss? Und das werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen gemeinsam, okay? Ja. Wir schauen.
das ist schon mal das, was jetzt einfach was so angekommen ist bei uns. Weil Sie haben ja oder ihr habt ja uns Fotos schicken können an fotos@energiewende-oberland.de. Funktioniert übrigens auch immer noch. Es sind ja noch einige Veranstaltungen. Und hier haben wir dann ein erstes Fazit. Und wir haben jetzt mal das so gemacht, weil wir gewusst haben, die Bühne wird jetzt nicht allzu groß. Deswegen machen wir das auch wieder stellvertretend. Also es ist uns immer ganz wichtig, dass man weiß, dass da echt viele, viele dahinter stehen. Florian Diebold kommt da später auch noch mit auf die Bühne. Aber eben Andreas Wobra und der Florian Brand aus dem Landkreis Miesbach, der das von der Veronika Hallenbacher mit übernommen hat. Wir probieren es stellvertretend für Sie zu machen. Also stellen Sie sich immer die Mehren dann einfach als Duplikate hinter uns vor. Gut. Schauen wir mal. Ja, wir haben, der Klimafrühling ist ja letztendlich noch nicht ganz zu Ende. Er geht ja noch bis zum Sonntag. Und wir haben jetzt einfach mal anhand der aktuellen Teilnehmerzahlen, die wir rückgemeldet bekommen haben, versucht, so ein bisschen hochzurechnen, wie viele Besucherinnen und Besucher haben denn die Veranstaltungen insgesamt besucht. Also man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass auf jeden Fall mit Sicherheit 3.000 bis 3.500 Teilnehmerinnen am Klimafrühling dieses Jahr mit dabei waren. Ich glaube, die Zahl, die kann sich wirklich blicken lassen. Also bei dieser Anzahl und wir haben letztes Jahr den Klimafrühling zum ersten Mal veranstaltet und das ist natürlich schon auch eine Lernkurve. Wir haben dieses Jahr deutlich mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ich glaube, das hat sich auch ausgezahlt. Ja, ich glaube schon. Ganz kurz, können wir das so machen? Ich sehe nämlich den Teil nicht, auf den ich klicken soll. Schauen wir mal, wie lang das Kabel da ist. Ja, das funktioniert vielleicht. Ja. Schauen wir es uns mal an. Webseite, das war so ein bisschen dein Ding. Da warst du ja, die, Grandmaster. Die Ehre, die Website zu erstellen, die hatte ich dieses Jahr. Hat den Vorteil, dass man natürlich auch genau die Website-Statistik sehr gut im Blick hat. Wir haben in den, jetzt nur von den letzten zwei Monaten, da hatten wir 6.000 individuelle Besucher auf unserer Webseite, die sich über das Programm informiert haben. Wir hatten insgesamt über 21.000 Seitenaufrufe. Und 2.500 Leute haben jetzt, wir haben 2.500 E-Mails in einem Newsletter-Format versendet und so auf das Klimafrühling-Programm hingewiesen. Was man, glaube ich, auch sehen kann, ist, dass wirklich diese Banner, dieses Geballte, hat sich dann auch niedergeschlagen, oder? Also genau, also relativ schwierig, so einen Veranstaltungszeitraum von 3 Wochen auch irgendwie richtig zu bewerben. Und wir haben da eben verschiedene Strategien gefahren und man sieht schon, dass dann der Klimafrühling ging ja am 14. los und wir haben es so geschafft, eigentlich so zu timen, dass es sozusagen so eine gute Woche davor richtig losgeht und viele Menschen auf unserer Website aufmerksam geworden sind. Dann, genau, Social Media ist ein Thema. Ich bin von einigen angesprochen worden und die haben gesagt, oh, meine Timeline ist komplett voll mit Klimafrühling. Wie macht ihr das? Und also keine Sorge, es hört langsam mal wieder dann auf, wenn der Klimafrühling vorbei ist. Aber in der Zeit, glaube ich, haben wir uns schon versucht, richtig zu engagieren in dem Bereich. Das ist jetzt nur die Statistik aus den letzten 28 Tagen. Wir haben über 10.000 Interaktionen. Hier mal jemand, der selber so eine Facebook-Seite betreibt, weiß, das vielleicht irgendwie einzuordnen. Das sind immer Likes, Kommentare, geteilte Inhalte etc. Wir haben über 4.800 Minuten Videos, die angeschaut worden sind. Da sind einige längere Vorträge dabei, zum Beispiel wie in Schweigen in Grafen Aschau. Wir haben es dann auch nochmal versucht auf YouTube, dann später ja, separat die einzelnen Vorträge ein bisschen rauszugliedern. Wir haben ja auch wöchentliche News, die glaube ich auch ganz witzig waren ab und zu anzuschauen. Versucht aufzuzeichnen, wir waren im Radio, waren wir vertreten und haben natürlich auch einige Veranstaltungen live übertragen. Das macht sehr, sehr viel Spaß, aber glaube ich, hat insgesamt eine Beitragsreichweite. Das heißt einfach, irgendwer, der irgendwann mal in seiner Timeline Klimafrühling gesehen hat. 23.250 ist doch, glaube ich, eine Menge. Und jetzt haben wir jeder dran gedacht, hat, das mal zu besuchen, aber dennoch, glaube ich, kann sich das auch sehen lassen, was wir versucht haben zu veranstalten. Ja, jeder ist natürlich nicht auf Facebook und das ist, kann ich auch nachvollziehen. Das heißt, wir haben uns natürlich auch stark darum bemüht, auf den analogen Kanälen unterwegs zu sein.
Wir haben insgesamt 12.000 Flyer gedruckt, wo das ganze Programm in Kurzversion dargestellt ist. Wir haben das gesamte Programm im gelben Blatt bzw. im Kreisboden in Garmisch inseriert gehabt. Wir haben dieses Jahr neu auch Außenflächenplakatierungen gemacht. Wir hatten noch einige Ortseingangs-Banner, wo auch die Klimafrühle hingewiesen worden ist. Ich glaube, das hat relativ viel gebracht. Wir hatten noch eine Werbekampagne auch auf Merkur Online geschaltet. Also wir haben einfach versucht, möglichst alle Kanäle zu bedienen. Wir hatten auch einen Radiobeitrag mit dabei. Und so haben wir einfach dieses Jahr so versucht, unser Bestes zu machen, damit einfach diese Bühne für die Veranstalter einfach möglichst groß wird. Genau. Schauen wir. Das war so unser kurzes Zwischenfazit. Es ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber so ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen, was haben wir versucht jeden Tag, da von den verschiedenen Büros in Garmisch, Penzberg, Miesbach, Bad Tölz, aus irgendwie in Gang zu setzen oder im Laufen zu halten. Jetzt geht es aber um euch. Um Sie als Veranstalterinnen und Veranstalter. Bei uns interessiert eure Geschichte, das, was ihr erlebt habt, was ihr gemacht habt. Und dazu bräuchten wir auf jeden Fall mal den Florian. Kommst du bitte mit zu unserer Runde? Sehr schön. Genau, kurzen Applaus für den Klimaschutzmanager. Klimafrühling ist nämlich auch ein familienfreundliche Veranstaltung. Flori ist heute mit seiner Tochter hier. Luisa, sind wir schon? Okay, und jetzt bräuchten wir ein kurzes Handzeichen. Wer heute als Veranstalterin Veranstalter bei uns? Okay, jetzt müssen wir kurz helfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Okay, wir haben ungefähr eine halbe Stunde eingeplant. Das bedeutet circa 2 Minuten. Ja, oder? Circa 2 Minuten. Für alle von euch. Und wir laden euch ein, kurz heute hier auf die Bühne mit uns zu kommen. Wer vielleicht schon ein Bild von sich entdeckt hat, der kann das schon mal aufgreifen, weil wir können jederzeit in eines dieser Bilder hineinzoomen. Also da schon mal kurz einen Blick drauf werfen, vielleicht erkennt jemand schon sich selbst, vielleicht weiß jemand, ich habe das Foto geschickt, das ist genau meine Kamera, die macht solche Bilder. Genau. Und das Ganze heißt First Come, First Serve. Wer will als erstes kurz berichten? Achso, die Geschenke. Ach, Entschuldigung, ja klar. Sie müssen ja wissen, warum sie hochgeladen werden müssen. Ah, das ist eine gute Idee. Dann machen wir es ein bisschen mehr auf die Bühne. Was haben wir denn für Geschenke vorbereitet? Also, alle Veranstalter bekommen von uns natürlich auch eine kleine Aufmerksamkeit. Wir haben uns da verschiedene Dinge überlegt. Zum einen haben wir uns gedacht, so eine klassische Urkunde ist doch eigentlich blöd. Und wir haben uns was ausgedacht. Also alle Veranstalterinnen und Veranstalter bekommen eine Holzurkunde, die man sich auch aufhängen kann. Die ist hier im Isartal angefertigt aus Ahornholz. Das zum einen. Dann gibt es ein ganz besonderes Unikat dieses Jahr, und zwar ein Klimafrühling-Bier. Woher? Hier vom Tölzer Mühlfeldbräu. Gebraut und mit Klimafrühling-Etikett. Und dann gibt es noch was, was auch besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Wirkstatt Anders Wachsen, die ja auch beim Klimafrühling ganz aktiv mit dabei war, hat für uns solche Brezen- und Brotzeitbeutel genäht aus Stoffresten. Ist quasi ein Upcycling-Produkt und ja, eine schöne Möglichkeit, Verpackungsmüll zu sparen. Jedes von denen ist ein Unikat, einfach eins in der geeigneten Farbe und Größe dann aussuchen. Genau.
Also das wenn ein Anreiz genug ist, oder? Also da will ich mal noch unbedingt auf die Video kurz erzählen und sich dann das auf jeden Fall schon lassen. Genau. Wer will loslegen? Freiwillige first. Ja, gerne. Wer als erstes da sitzt, könnte das erstes Bier sagen. Dieses Bier sagt wohin, oder? Bereit? Ja. Genau. Ja, wie kurz fragen. Wir kennen uns schon gar nicht, aber vielleicht können Sie sich oder nicht kurz vorstellen. Und was habt ihr im Rahmen vom Team of Feeling gemacht? Vielleicht darüber zu der Wand, dann haben wir den Beamer wieder zur Umsicht. Geh mal weiter. Dann stehen wir vor der Wand, das ist ja so schön für die Fotos. Ja, Michael Bauer, hallo. Ich vertrete hier die Firma Roche aus Penzberg. Auf meinem Mist ist das sozusagen alles gewachsen, dass wir hier teilgenommen haben. Ich denke, Themen haben wir in unserer Firma genug herzuzeigen, wie das Frau Zehntner auch schon angedeutet hat. Ein Füllhorn, sage ich mal, an Nachhaltigkeitsthemen. Ich habe versucht, da ein interessantes Programm zusammenzustellen. Ich denke, wir sind ganz glücklich und ja, hat Spaß gemacht. Wie ist es gelaufen? Wie war die Resonanz? Also die Resonanz, das Feedback war wirklich top, muss man wirklich so sagen. Sind wir auch stolz drauf, dass das so ankam. Falls es ein nächstes Jahr Klimafrühling auch in Penzberg wieder gibt, sind wir auf jeden Fall dabei. Das ist schön, das ist immer ein gutes Fazit, freut uns natürlich. Ihr habt die Veranstaltung, wenn ich mich richtig erinnere, mit Anmeldung gemacht. Wir hatten genau limitierte Anmeldung. Das liegt daran, dass wir eben auch in unsere Energieerzeugungsanlagen dann geführt haben. Und das ist dann mit begrenzten Anzahlen doch besser alles zu erledigen. Und wie hat das funktioniert? Weil wir versuchen auch so ein bisschen herauszufinden, wir sind immer ein bisschen skeptisch mit Anmeldungen. Ja? Also ganz ehrlich, wir hatten Probleme, ja? Da wirklich die Anmeldezahlen auch voll zu bekommen. Ja. Das war eindeutig ein Thema bei uns. Ich weiß nicht, inwieweit man das noch besser machen kann. Da haben wir auch eine eigene Kommunikationsabteilung, die sich dann um sowas kümmert. Ich werde mich nächstes Jahr dafür besser abstimmen mit den Leuten. Es war jetzt auch der erste Versuch von unserer Seite, aber trotzdem im Endeffekt, das Fazit ist positiv und uns hat es richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Borger. Super, das ist doch mal top. Danke an den, auf jeden Fall an dir, an den Deutschen und an die Leute. Den Beutel kann man aussuchen. Mega, Wahnsinn. Ja. Genau, vielen Dank, Herr Bauer von der Firma Roche, für diesen Einblick. Und wir schauen, wer. Frau Wippermann, Sie kommen auch aus Penzberg. Wunderbar. Dann stellen wir uns auch wieder hier. Das wird lustiger mit diesem Kabelsalat. Das hat die Penzberger Runde schon angefangen. Ja, voll schön. Sehr schön, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich riesig. Von der VHS. Von der VHS. Wir waren total froh, dass die Stadt Penzberg gesagt hat, wir sind beim Klimafrühling dabei und zeitgleich ploppte bei uns dann auch, wir wollen unbedingt mitmachen. Ich denke, wir haben als öffentliche Bildungseinrichtung einen Auftrag und ich sehe gerade auch im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz uns als wichtige Anreizgeber, aber wir wollen neben den Bildungsangeboten auch als Kursräume ermöglichen in der Stadt und ich glaube, das ist uns gelungen und ja, wir sind sehr, sehr happy. Sehr happy. Was haben Sie dabei konkret angeboten? Wir haben sieben Veranstaltungen vom Thema insektenfreundliche Gärten, was natürlich voll in die Zeit gepasst hat und super angenommen wurde, bis hin zu dem von vor 10 Jahren schon angemerkten Workshop Haushaltsmittel ökologisch selber machen. Wir hatten einen Vortrag zum Thema Plastikverbrauch, Verwertung, Vermeidung. Und veranstalten jetzt mit dem Kino Kiel zusammen diesen Kinofilmtag mit Kurz- und Langfilmen zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wirtschaft. Der ist jetzt am Sonntag. Der ist am Sonntag. Also wir haben jetzt noch drei Veranstaltungen, unter anderem auch Livestream noch, um so ein bisschen das Bild komplett zu machen und auch andere Anreize zu kriegen. Super. Was hätten Sie denn für Veranstalter für einen Tipp? Weil ich glaube, das interessiert auch, jeder hat so eine andere Perspektive auf seine Veranstaltung, jeder weiß vielleicht, wo er was gelernt hat. Was hätten Sie denn für einen Tipp oder einen Tipp an sich selbst gesetzt? Also was ich gelernt habe, ist, dass bei uns die Veranstaltung, bei denen die Leute das Gefühl hatten, hier kann ich selbst etwas tun und muss nicht warten darauf, dass die große Politik da oben etwas ändert, dass diese Veranstaltung besonders gut besucht war. Das ist das Thema Insekten. Da waren sehr informierte Leute bei uns in dem Vortrag, aber auch sehr interessierte, wo ich das Gefühl hatte,
ja, das treibt die Leute um, weil da kann ich bei mir vor der eigenen Haustür was machen. Das ist das, was der auch schon angesprochen hat. Und beim Thema Plastik hinaus. Also eigentlich die Angebote, die über die reine Information hinausgehen und dann Handlungsoptionen anbieten für eine eigene Haltung, die funktionieren lässt. Also, super. Und das Thema Anmeldung hatten wir auch, weil wir kleine Räume haben und deshalb probieren es mit Anmeldung, kommen, weil sie dann mit der Bücherei und mit der Musikschule zusammenarbeiten und ausweichen. Das nächste Mal kommen dann vielleicht das Gespür. Super, wunderbares Fazit. Vielen Dank für diesen Einblick. Und auch für die Geschenke, ein Bierwissen mitnehmen müssen, eine Urkunde und einen Schriftstück. Ganz tolle Idee, vielen Dank. Tolles Orga-Team und hochprofessioneller Arm. Dankeschön. Danke. Bis auf Mikroständer, die haben wir nicht vergessen. Ja. Kann man halt. Super. Christine, machst du gleich ein. Sehr schön. Christine Wedler, eine ehemalige Kollegin von uns vom Kompetenzzentrum von Energiewende Oberland. Sehr schön, dass Hallo. Du da bist. Genau. Ich freue mich auch. Christine, du bist ja aus dem Land Garmisch. Und dann würde ich einfach auf Flori bitten, dass sie dir ein paar Fragen stellt, weil der natürlich genau weiß, was du gemacht hast. Für diejenigen, die es nicht kennen, in Mark Garmisch kennt man die Christine, weil sie da ziemlich alles auf den Kopf gestellt hat, die letzten Jahre, was es gibt. Von Florida Gardening über Blühflächen und jetzt natürlich das große Klimaradelfahren, die steht am Samstag bevor. Magst du vielleicht kurz dazu was sagen zu der Veranstaltung? Ja, ein ganz wichtiges Thema für uns in Garmisch. Wir haben, ich würde jetzt einmal sagen, vielleicht zwei Radwege und das Thema, das liegt uns eigentlich schon seit ein paar Jahren sehr am Herzen. Das ist jetzt auch in letzter Zeit ziemlich hochgekocht, weil die Politik einfach nichts macht. Das ist seit 2016 ein Radl-Konzept verabschiedet worden und es passiert da einfach nicht. Und wir haben jetzt gesagt, so, wir brauchen jetzt Bürgerengagement. Wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Wir haben dann kurzerhand eine Unterschriftensammlung organisiert, haben dann innerhalb von 2-3 Wochen 1300 Unterschriften zusammengekriegt. Und dann haben wir gesagt, ah, jetzt ist der Klimafrühling Oberland, was könnte man denn da noch machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir organisieren jetzt eine Radl-Demo. Die findet jetzt übermorgen statt. Und da sind wir auch noch ziemlich arg am Vorbereiten. Und ich bin trotzdem froh, dass ich es hierher geschafft habe. Es war noch so ein bisschen grenzwertig, weil wirklich wahnsinnig viel dazu organisieren ist. Also wir haben die Radl-Demo mit dem Titel Fair Care, und zwar fair geschrieben, Fair Care für eine sichere und da steht gleichberechtigte Mobilität in Garmisch-Partenkirchen. Genau. Und wir haben auch, was ich jetzt vorhin ja nochmal schon gelernt habe, wir haben auch Fridays for Future Schülerinnen mit dabei. Die haben jetzt nicht so als Steckenpferd genommen, hätten wir vielleicht besser machen können, aber wir sind total froh, dass wir da Unterstützung kriegen. Jetzt hör ich mal auf. Einzubinden und das ist auch eine überparteiliche Veranstaltung, die jetzt am Samstag ist. Und das quasi macht das auch aus, wenn man diese Erfolge sieht. Genau, und ihr dürft natürlich auch alle kommen. Wir freuen uns. Gut, der oder die nächste Freiwillige. Ja, wen haben wir denn da? Wenn du nicht bedenkst, das ist die Tasche. Mein Name ist Eva Ballauf, ich bin Referentin für Nachhaltigkeit im Kreis Bildungswerk Miesbach und wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit im Jahr 2019 zum Schwerpunkt gesetzt. Bei uns geht also der Klimafrühling weiter dann sozusagen in ein Klimajahr und wir haben drei Veranstaltungen gemeldet, weil es jetzt eigentlich erst so richtig losgeht. Nein, ich weiß es leider nicht, dass ich da welche Schüsse. Genau, gestern hatten wir eine Veranstaltung auch mit Anmeldung und war voll ausgebucht, also so ein Plastik. Wow, genau. Super. Und sonst die Resonanz von den Veranstaltungen? Sehr gut, also das Thema schlägt voll ein und wir freuen uns auch, dass es bei uns jetzt weitergeht. Also unser Label heißt ein nachhaltiges Oberland. Wir bündeln auch alle Initiativen dann weiterhin übers Jahr hin. Und ja, also das Thema ist einfach gerade präsent. Sehr schön, super, wunderbar. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn es noch Fotos gibt, gerne mal schicken, dann können wir es auch darstellen auf der Webseite in den News. Genau. Super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auch Dankeschön. Für Sie ein Geschenk.
Fliegender Wechsel. Zackig, Sie kennen das Ganze. Das Ganze? Ich kenne es schon. Sie waren zum zweiten Mal beim Thema Frühling Oberland mit dabei. Noch nicht ganz, weil wir erst morgen treffen. Ah ja, genau, stimmt. Aber also Ihr Angebot ist wieder mit dabei. Sie sind vom Walchensee-Kraftwerk. Vielleicht erzählen Sie kurz was, was man bei Ihnen erleben kann. Also das Walchensee-Kraftwerk macht eigentlich ein Klimafrühling das ganze Jahr über, weil es produziert 300 Millionen Kilowattstunden CO2-freie Energie und das ist meines Erachtens schon auch ein Argument, wenn man sich sehr intensiv mit dem Thema Klimafrühling beschäftigt. Das ist darüber hinaus auch eine nachhaltige Anlage, weil die ist vor 95 Jahren errichtet worden, hat einen Erntefaktor, den man eigentlich gar nicht mehr ausrechnen kann, weil das Ding halt schon sehr lange läuft. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit, dann einfach mal zu sehen, wie lang so ein Drum oder in dem Fall halt so eine komplexe Anlage den Job macht, den es machen soll. Und dieses Kraftwerk macht seinen Job seit 95 Jahren sehr gut. Wir haben ungefähr 100.000 Besucher im Jahr und erzählen eigentlich immer sehr viel über das Kraftwerk, dessen Geschichte, dessen Errichtung und auch die Nachhaltigkeit. Und natürlich kommen wir mit den Leuten in Diskussionen. Die Diskussionen drehen sich dann nicht nur ums Walchensee-Kraftwerk oder um die Wasserkraft oder um sonst irgendwas, was sehr nah am Unternehmen ist, sondern es geht eigentlich um das Thema Energie in Gänze, Energieverbrauch. Es geht auch um das Thema Energie in der Mobilität. Wir haben zum Beispiel dann auch eine Elektroauto-Tankstelle eingerichtet, wo man reinen Wasserkraftstrom tanken kann. Das ist der Eigenbedarf des Kraftwerks, der hat nie die öffentliche Versorgung gesehen. Also das ist wirklich 100% regenerativ, besser geht's nicht. Es ist keine Schnellladestation, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, aber das reicht schon. Also, wir machen da sehr viel und freuen uns, dass wir morgen wieder eine Gruppe beieinander haben und ich freue mich auf die Diskussion. Das sind dann Termine, die mache ich selber, weil ich da, wie gesagt, mich auch sehr reinwerfe in die Diskussion und das mit großer Freude mache. Super, sehr schön. Ja, super, ja. Super. Sehr schön. Mit wem dürfen wir denn weitermachen? Ja. Mein Name ist Angie Hackliner. Ich bin von der Werkstatt. In okay. So. Jetzt? Gut. Ja, weil Sie haben alles und viele Bilder mit sich. Nein, das ist nichts. Vielleicht ganz kurz, so ein bisschen, dass wir die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Vielleicht in einem Satz, was macht die Wirkstatt anders wachsen, außer diese tollen Brotzeit- und Brezenbeutel? Die Wirkstatt anders wachsen ist ein Forum für Menschen, die pragmatisch handeln wollen im Landkreis Miesbach. Wir haben verschiedene Arbeitskreise und es gibt seit eineinhalb Jahren. Und wir haben uns jetzt für den Klimafrühling das Thema Fleischkonsum auf die Fahne geschrieben. Wir haben gedacht, schwieriger geht es nicht, weil Fleisch ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben zwei Aktionen dazu gemacht. Das eine ist klimafreundlich essen. Das heißt, es waren diese Flyer im Programm. Die Leute konnten sich anmelden für klimafreundlich essen. Das heißt, höchstens 300 Gramm Fleisch in der Woche. Sie kriegen wöchentliche Mails mit Rezepten. Es gibt Klimadinner, wo wir gemeinsam kochen. Das war die eine Aktion. Und das andere war, dass wir gedacht haben, wir brauchen Alternativen zur Leberkassemmel, weil es ist viel zu sehr in den Köpfen drin. Also ein schnelles Essen ist halt die Leberkassemmel. Und das ist aber genau der Schmarrn, weil es kommt aus Massentierhaltung und so weiter. Insofern haben wir gesagt, wir brauchen Alternativen und wir brauchen gut schmeckende Alternativen. Also haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben für einen Mirschburger, weil Landkreis Miesbach. Ja, genau. Und das war eine wahnsinnig schöne Sache. Es haben sich mehr Teilnehmer gemeldet, als letztendlich mitmachen konnten, weil die Jury sonst gestreikt hat. Weil die mussten das ja alles probieren. Das heißt, es haben 13 Teilnehmer mitgemacht, wirklich von jung, also von der Montessori-Schule über Berufsbildungszentrum bis auch gestandene Gastronomen, wobei es nicht viele, vor allem Frauen, interessanterweise. Und dann war eben letzten Sonntag war das Testessen mit Jury, mit Landrat, mit dem Bürgermeister von Bayern und so weiter. Und dann ist gegessen worden und getestet worden, geschrieben worden und am Schluss eben bewertet worden. Und dann gab es eben vier Plätze und war eine wahnsinnig schöne
Sache. Wir hatten wirklich tolle Fotos, haben gut geschmeckt, war wirklich eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte. Ja. Super, danke. Wen dürfen wir denn als nächstes begrüßen? Ich würde gerne gleich weitermachen, weil die Angie hat die Werkstatt von Alles Wachsen vorgestellt. Ich bin Monika Zinkler, auch aus dem Landkreis Miesbach, ich bin wieder falsch. Und wir machen im vierten Jahr jetzt die Alles Wachsen-Initiative, also jetzt nicht nur Klimafrühling, sondern wir machen es schon jetzt eben im vierten Jahr. Und da findet ja jetzt am Sonntag ganz Besonderes noch statt. Am Samstag findet jetzt unsere zweite Konferenz zum Thema statt. Wir werden 10 Vertreter aus der Gesellschaft aus unterschiedlichen Bereichen zu Kurzreferaten bitten und im Open Space diskutieren sie dann mit dem Publikum. Das heißt, sie stellen vor, was eigentlich schon läuft, im Sport, in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft, Integration, was weiß ich. Und dann diskutieren sie mit dem Publikum, um neue Ideen wieder mit nach Hause zu nehmen. Das heißt also wirklich, nicht da oben ist einer, der sagt, wie es geht, und unten hört man sich's an, sondern alles miteinander. Wir freuen uns sehr, Stefan Scheider vom Bayerischen Rundfunk wird die Veranstaltung moderieren. Und das Kursreferat hält kein Prominenter, sondern Kinder. Oh, das ist schön. Ja. Ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ihre Visionen darstellen. Sehr schön. Super. Natürlich. Sehr schön. Auch für Sie, Dankeschön. So, Isabel, schön, dass du da bist. Was habt ihr vom Markt Holzkirchen denn euch für den Kindern überlegt? Ganz kurz. Ganz kurz, Holzkirchen umweltbewusst. Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern diskutieren, informieren, mobilisieren. Wir haben also eine größere Umweltmesse, würde ich schon fast sagen, mit ganz unterschiedlichen Teilnehmern zusammengestellt, mit Firmen, Behörden und das Landwirtschaftsamt, dem Bauernverband, andererseits auch dem Bund Naturschutz. Also wir werden es, denke ich, eine große Diskussion zum Thema Artenvielfalt geben, aber auch natürlich ist die Energie bei uns ein großes Thema mit der Geothermie bei uns in Holzkirchen, die jetzt dann bald anlaufen wird. Und Elektromobilität spielt natürlich auch eine Riesenrolle und da können die Damen und Herren Besucher natürlich auch Probefahrten machen. Unser Highlight wird auch unser Elektrobus sein. Wir wollen es nämlich klimafreundlich halten und die Besucher mit dem E-Shuttlebus zur Geothermie begleiten. Wow, toll! Vor der Veranstaltung von der Fraktion. Auch für dich persönlich, deine Urkunde, genau. Und für dich. Einen Brezenbeutel. Ja, ich halte die Flensberger Flagge hier noch ein bisschen mit nach oben. Ganz stolz, mein Name ist Evdokia Hatzilevteriadi. Zu diesem Namen machen wir jetzt keinen Workshop, weil sonst geht's ab. Aber Sie können mich finden als Mitwirkende zum Klima-Filmtag am Sonntag eben in Penzberg. Die laden wir sehr herzlich ein, dass Sie uns besuchen. Und ich war vergangenen Samstag Mitveranstalterin vom Klimasalon in Bayer Wies, Freizeit Bayer Wies, zusammen mit der Jasmin Seidner-Spangenberg. Da habe ich so gern. Genau, wir hatten, sehen Sie eine feine Runde von Besuchern in einer lockeren Gesprächssalonrunde, tatsächlich vom Charakter mit hochkarätigen Referenten. Energiewende Oberland war als Vertreter bei uns, Bund Naturschutz und ZIPRA. Und es war ein sehr schöner Rahmen, einfach nochmal ohne Vortragscharakter und Bildungsauftrag, sondern einfach hier ein paar Inputs zu hören und darüber auch zu diskutieren, wie sieht denn tatsächlich Klimahandeln
im Alltag aus von für jeden von uns tatsächlich. Super. Danke. Hallo Andi, aber ich wollte, dass Florian was zu tun hat. Oh, sonst stehst du da immer. Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Daniel Wachsmann ist mein Name. Es ist ein Kooperationsprojekt aus Energiewende Oberland und dem Freilichtmuseum der Gleitung gewesen. Ein Rückblick zum Thema Klima, nämlich zur kleinen Eiszeit. Und diese Räumlichkeiten durfte ich schon ein paar Mal jetzt besuchen. Gestern leider nicht so stark besetzt. Es ging um das Bier. Keine Ahnung, warum keiner gekommen ist. Ich denke, es schmeckt allen und ich glaube, das reicht auch. Ja, du hast mir schon eine Überleitung genommen vom Bier, weil du die Expertin in Holland für Sachen findest, denn bei uns, denn hier. Für kleine Eiszeit weniger fürs Bier. Danke dir gerade und danke für dein Engagement. Ja. Hallo Martin, hier dürfen wir wirklich einen Klimafrühling-Akteur begrüßen, der besonders engagiert ist. Ich glaube, du warst mit insgesamt 6 oder 7 Veranstaltungen mit vertreten, letztes Jahr auch schon. Wirklich super. Vielleicht erzählst du ganz kurz, was über deine Veranstaltung, die morgen noch stattfinden wird. Ja, erst einmal will ich das Deine und Meine sprengen, weil es waren nicht Deine und Meine Veranstaltungen, sondern das, ich verstehe mich da als Netzwerker. Also wir selber bewegen uns mit einem kleinen gemeinnützigen Verein namens Oikos letztendlich da jeweils regional mit rein. Wir haben mit der Stadtbücherei in Penzberg zusammengearbeitet. Wir arbeiten mit dem Kino in Kochel zusammen und machen da eben Matinees mit besonderen Filmen. Und letztendlich merke ich immer wieder, das ist auch das Thema morgen, Fragen über Fragen. Ich finde es auch wichtig, das Thema Klimawandel von verschiedenen Seiten her zu betrachten. Und da zum Beispiel jetzt eher von der philosophischen Seite, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir so viele Fragen haben und auch wissen, wir wissen die Lösungen noch nicht, aber wir gehen aktiv an, dass wir uns diesen Fragen stellen. Und das war unser Beitrag und da denke ich auch, dass wir weitermachen werden. Und vorher kam mir das Stichwort Wende von unten, weil auf die Wende von oben brauchen wir nicht zu warten. Danke. Wende von unten, wir sind im Keller gerade, das passt halt auch immer. Philipp, schön, dass du da bist. Jetzt der nächste. Landkreis Garmisch, Flori. Der vorstellende neue Klimaschutzbeauftragte, der Martin meint im Urlaub von Staffensee. Letztes Jahr war der Vorgänger von der jährlichen Mitveranstalter. Du hast dich fest mit eingeklinkt und vielleicht gibt es zwar eine Veranstaltung sehr gut veranstaltet, aber du hast sehr viele besucht. Vielleicht kannst du kurz berichten, dass du dich als Neueinsteiger quasi im Markt war. Ja, für mich war das der perfekte Einstieg eigentlich in den Job. Ich bin seit Februar diesen Jahres bei Markt Murnau angestellt. Ja, ich bin überwältigt eigentlich von dem Engagement, das hier in den Landkreisen zu sehen ist. Und war natürlich auch eine super Möglichkeit zu netzwerken, Menschen kennenzulernen und ja, alles mal so mitzuerleben. Für mich das Highlight war der Klima-Frühlingsmarkt in Murnau, wo eben, es ist zu deinem Bild, obwohl es ist kein Bild. Ja, genau, war Wahnsinn einfach. Wir hatten Traumwetter und viele Besucher und Thema war rund um Regionalität, Bio, plastikfrei, Nachhaltigkeit und da haben eben die ganzen Vereine, Gewerbetreibenden ja, da präsentiert, was sie in dem Bereich anzubieten haben. Und das war eine ganze Menge. Herzlichen Dank dir nochmal, du bist quasi direkt eingestiegen, angefangen mit dem Job und dann wieder in den Kino für mich eingestiegen. Danke dir nochmal für das Engagement, dass der Nachweis viel gemacht hat. Ja, vielen Dank euch. Ja, Karl-Heinz Sein und Horst Inas, schön, dass ihr da seid. Vielleicht erzählt ihr ganz kurz, was ihr angeboten habt beim Thema Film. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten ein sehr technisches Thema gehabt. Wir haben
erklärt, dass sich der Klimawandel lohnt, ökonomisch und ökologisch. Wir haben beide unsere Häuser vorgestellt, die Maßnahmen, die wir dort realisiert haben, um die Energie zu sparen. Karl-Heinz, für dein Projekt, vielleicht sagst du selber noch ein paar Worte dazu. Also mein Projekt, das hat begonnen 2013 und habe jetzt damit erreicht, dass ich etwa 6000 Kilowattstunden Strom bei mir zu Hause erzeuge, mit einer Brennstoffzellenheizung und mit einer PV auf dem Dach. Und diese 6000 Kilowattstunden, die reichen genau, um mein Auto zu fahren und mein Haus zu versorgen. Bin also autark und habe auch eine Autarkie aufgrund eines Stromspeichers von 90%, sodass ich nur noch 10% der Strommenge, die ich für Bikes benötige, beziehe, aus dem Netz kaufen muss. Hier bei der, im Endeffekt eure Haustür aufgemacht habt und Leute eingeladen habt. Also tolles Beispiel, wie man auch als Privatperson Veranstalter beim Klimafrühling sein kann. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich weiß, ihr habt so viele technische Sachen schon noch zu erzählen, aber da würde ich echt empfehlen, man kann euch kontaktieren, man kann euch finden. Ja, wir stehen ja beim Landratsamt auf der Homepage auch über EBU, wie es funktioniert. Genau. Und natürlich hat man einen Wunsch, mehr Teilnehmer. Schade, ne? Okay. Nee, vielen Dank fürs Mitmachen und auch für euch beide. Eine Urkunde. Es gibt eine Urkunde für jeden. Eine Urkunde und ein Bierchen mit Klimafrühling-Label und einen Blitzenbeutel. Und da haben wir schon den nächsten Gast bei uns auf der Bühne. Wen haben wir da? Servus. Mein Name ist Stefan. Mein Name ist Stefan Koch, ich bin Geschäftsführer von einem Ingenieurbüro für alpine Naturgefahren und wir haben gemeinsam mit dem Bergsportfachhändler Bergzeug dieses Jahr die Teilnehmer, die Teilnehmer in die Bergwelt entführt und ein bisschen über Risiko und die Veränderungen von Gefahren und Klimawandel aufgeklärt. Wow, war sau interessant, oder? Also damit, also quasi mal neu mit dem Sportartikelhändler. Und als Ingenieurbüro zusammenzuarbeiten, war das ganz erfolgreich, ja, oder? Also wir geben so Kurse in ähnlicher Art und Weise öfters für Universitäten. Da ist erstaunlicherweise, dass die Teilnehmerzahl wesentlich höher. Also die Studenten, da muss man sehr vielen absagen, da melden sich Hunderte an. Das kann beim Klimafrühling noch ein bisschen besser werden. Sehr gut, aber nehmen wir mit. Nächstes Mal vielleicht mehr. Ja. Danke fürs Mitmachen, auch für dich. Wer ist der Nächste? Aus Fischbachau. Schön, dass du da sein. Wen haben wir vor uns? Ich bin der Hans-Egel Hecker, bin eigentlich, was die Jungfrau zum Kind jetzt herkommen, eine ganz, bin Vertreter für den Erdbad. Schau dir mal ein Foto, wir haben den. Dass der Urlaub macht und mich vor drei Tagen angeschrieben hat, kannst du das nicht machen? Nein, ja, ich mach's schon irgendwie. Ich habe mir mit jedem vorjeglichen Jahr auch die Klimaschutzoffensive in Fischbachau gegründet. Und wir haben, Entschuldigung, weil, ja, es fängt auch ein bisschen, bin ich letzte Woche weggegangen, dann bin ich jetzt ein bisschen hinten nach dem Arbeit. Wir haben eben schon gemacht einen Workshop im März mit eigentlich zwei Themen. Einmal zu dem generell Energiesparen in Bezug auf Gebäude, was kann ich tun, wie viel, wo. Fischbachau einen recht großen Bestand an schönen, sehr schönen, noch schöneren oder gar denkmalgeschützten Gebäuden hat. Und das nicht so ganz einfach ist, die, sage ich mal, sinnvoll zu sein. Ja. Und das zweite war eben die Elektromobilität. Wir haben, das muss ich ein bisschen nicht aushören, aber. Oder doch nicht richtig sagen, weil wir seit, ich glaube, anderthalb Jahren ein Elektroauto gemeinsam mit der Gemeinde versuchen eben auch die Mobilität auf der Schule zu erhöhen und zu zeigen, dass man mit so einem Ding eigentlich ganz vernünftig durch die Geschichte kommt. Da gibt es ein tolles YouTube-Video. Wer das sucht, Fischbach auch Carsharing, da erklärt ein junger Bursch seinem Onkel, glaube ich, wie das denn mit dem Carsharing hat. Genau, das ist ein Carsharing. Genau,
vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt als Klimaschutzoffensive. Auch ein Gruß an Gerd Barth, der ganz viel Zeit und Energie in das reingesteckt hat in den Workshop. Das ist unser Oberzug, weil ich bin der, der auf uns eine Übersetzung macht, und sonst verstehen wir bei uns. Und als er gehört hat, als er mich gehört hat, dass es Geschenke gibt, hat er gesagt, nimmst mir auf jeden Fall so einen, oder gibst mir auf jeden Fall so einen Goldbarren, den es wahrscheinlich dann gibt, wieder mit. Und dann, also das ist dann jetzt Ihr Auftrag. Ja, genau, super. Also gerne auch präsent mitnehmen. Vielen Dank fürs Mitmachen. So, jetzt frage ich einfach mal aus Zeitgründen, wie viele Veranstalter waren denn noch nicht dran? Zwei. Eins, zwei, drei, vier. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass die alle auf die Bühne kommen, schon mal. Und dass wir dann unmittelbar im Anschluss nochmal auch gleich, damit der Vertreter von der Presse sein Foto machen kann, alle auf die Bühne kommen, dass wir noch ein schönes Gruppenfoto machen können. Genau. Fangen wir einfach mal beim Nick Fischer vom Biotop Oberland an. Ja, servus, ich bin der Nick vom Biotop Oberland. Wir haben am Samstag unsere Veranstaltung, und zwar heißt die Kurz Gemüse aus dem Isertal. Wir sind eine solidarische Landwirtschaft und bauen Biogemüse in Lenkwies an. Und am Samstag wollen wir anhand einer Gärtnereiführung zeigen, wie wir das Gemüse anbauen, warum wir das als Form einer solidarischen Landwirtschaft machen und was das alles mit Klimawandel bzw. Klimaschutz zu tun hat. Sehr schön. Ich bin Diana Messmer, bin stellvertretend dort für die Kreisgruppe von Bund Naturschutz hier in Bad Tölz-Wolfenshausen und für Eusone, den plastikfreien Laden hier in Bad Tölz und für den BN-Förderverein für das Projekt Oberland Plastikfrei. Und wir haben ein paar Sachen gehabt, zum Beispiel Wirtschaftsforum Oberland haben wir Bewusstsein geschaffen für plastikfreies Leben vor den ganzen Männern mit den schwarzen Jacken. War interessant und haben leider eine sehr gut besuchte Veranstaltung absagen müssen, weil unser Lohn und den Fertigwaren zu unseren Klimaflüchtlingen wirklich, glaube ich, 50 Leute gemacht. Haben noch einen Klimaschutztag an der Wieser Darmschule und sind dankbar für alle Kooperationen, die wir haben. Jetzt gleich mal weiter an die Melanie. Ja. Genau, Melanie eben von Natur weltweit. Diana hat schon gesagt, es gab, also ich durfte mit auch mit verschiedenen Veranstaltungsformaten mit dabei sein wieder dieses Jahr, unter anderem mit der Lesung auch hier im wunderschönen Kellergewölbe. Genau, da gab es noch ein paar andere Kooperationspartner, die heute nicht dabei sind, aber unter anderem war der Bund Naturschutz mit vertreten. Genau, dann durfte ich auch am Dienstag, am Projekttag dabei sein zum Thema Plastik mal wieder. Und gestern auch ganz schön noch im Café Freizeit auch zum Thema Plastikfrei oder freier Leben Workshop. Genau, war alles gut besucht und ich denke auch, also was ich so bei den Rückmeldungen auch erhalten habe, die Leute waren inspiriert und wollen tatsächlich auch jetzt was machen. Das ist schon mal super. Ja, mein Name ist Helge Leitermehl. Ich bin Mitbegründer der Transition Region Ammerleusach. Wir sind ein neuer Verein, der noch nicht eingetragen ist, weil die Bürokratie ein bisschen länger braucht als wir. Wir sind ein ganz netter, ein schöner Haufen. Und wir haben uns dieses Jahr beim Thema Frühling engagiert in Bezug, wir haben uns das Thema als Humus angenommen. Und hatten gestern unsere dritte Veranstaltung. Die ersten zwei Veranstaltungen waren zwei Workshops, einen theoretischen Workshop und einen praktischen Workshop, wo man praktisch mit einem Pyrolyseofen Holzkohle herstellt und dann eben die Parameter weiterentwickelt, um eben Humusaufbau zu praktizieren. Und haben dann gestern Abend noch einen Filmabend gehabt. Der Humus-Team und die vergessene Klimaschutz. Sehr gut. Genau. Mitmachaktion und Kino, alles in einem. Super. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. So, jetzt bitte ich nochmal alle Veranstalter auf die Bühne zu kommen, bevor es dann ans Buffet gibt. Das Buffet, das wird von uns gesponsert. Getränke dürfen Sie sich einfach an der Bar besorgen. Genau. Also,
Alles das Gruppenbild. Am besten mit den Urkunden oder mit den anderen Geschenken nach vorne kommen. Das doch, Christian, du hast auch zum Glück für den Juhu. Juhu! Völlig! Völlig mal heute bei diesem Video. Juhu! Allen von euch nochmal wirklich an dieser Stelle ein riesen Kompliment, ein riesen Dank für die ganze Zeit, die da drin steckt in diesen Veranstaltungen. Einfach ein riesen Dank und das ist für euch alle nochmal ein Applaus für die Veranstalterinnen und Veranstalter, die das immer wirklich haben. Dann auch allen, die uns auf Facebook zugeschaut haben, denen sagen wir natürlich auch vielen Dank. Und bei den Landkreisen müssen wir uns bedanken für die Initiative, für diesen Impuls, den Klimafrühling wieder zu machen und der Stadt Penzberg natürlich. Und schließlich, Flori, du hast, glaube ich, noch einen Sponsor im Hintergrund. Genau, bei mir in den anderen Landkreisen sind die Fachbeiräte. In den anderen Landkreisen sind die Fachbeiräte, die uns hier stark unterstützt haben, auf deren Initiative das zum Teil gekommen ist. Bei uns ist es die Zugspitzregion, bei denen wir uns bedanken möchten, die das ganze Jahr ermöglicht haben für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Genau, habt ihr es für diesen Applaus wert? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Nutzen Sie diesen Abend heute, bleiben Sie noch ein bisschen da, wir haben einen DJ organisiert. Es wird, glaube ich, auch etwas gefeiert werden dürfen auf diesem Klimafrühling Oberland 2019. Und genau, für die Veranstalter, es gibt noch eine Online-Evaluation. Wir würden natürlich noch gerne so genauer wissen, was wir auch wieder lernen können, um vielleicht beim nächsten Mal einfach noch besser zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dasein. Alles Gute, kommt gut.